und Freunde, deutsche Waffen, deutsches Geld morden mit in aller Welt. Diesen Spruch skandieren Friedensaktivistinnen und Aktivisten seit Jahrzehnten auf Demonstrationen und er ist in dieser Zeit leider kein kleines bisschen weniger wahr geworden. Wenn man die letzten Tage die Nachrichten geschaut hat, dann hätte man meinen können, deutsche Regierungsvertreter hätten endlich ihr Herz entdeckt für die Opfer von Kriegen. Aber das gilt nicht für all jene Kriege, die Sie und Ihre Verbündeten begonnen haben und führen. In Jemen, in Mali, in der Türkei. Und während deutsche Regierungsvertreter über die Gräuel des Kriegs reden, liefern sie weiter Waffen und unterstützen Kriege weltweit. Wir sind heute auch deshalb auf der Straße, um zu sagen, dass wir uns das nicht gefallen lassen. In letzter Zeit ist viel gesprochen worden über die Bedrohung durch den atomaren Sprengkörper und es ist tatsächlich eine Bedrohung, die immer weiter steigt. Die jetzigen Generationen, die aufwachsenden Generationen, haben dabei nicht nur mit der Gefahr eines nächsten Atomkrieges zu kämpfen, sondern auch mit der Bedrohung durch die Klimakrise, die sich jeden Tag weiter verschärft. Und es gibt sehr viele Ähnlichkeiten zwischen diesen Krisen, denn sie beide werden von Regierungsvertretern und Kapitalvertreterinnen immer weiter aktiv vorangetrieben. Ich bin sehr froh, dass wir heute Jacqueline Andres hier haben von der IMI Tübingen, die sprechen wird über den Zusammenhang zwischen Krieg und Klimakrise. Schön, dass du heute hier bist. Liebe Friedensfreundinnen und liebe Friedensfreunde, ich freue mich, heute hier mit euch in München gemeinsam Teil der diesjährigen Ostermärsche zu sein und laut und deutlich zu fordern, nein zum Krieg, verhandeln statt schießen, Klimaschützen, abrüsten. Diese Forderungen sind dringlich und sie sind auch wichtig. Und sie werden Tag für Tag wichtiger, denn die Lage ist ernst. Deutsche Waffen, deutsches Geld, morden mit in aller Welt. Klima und Krieg hängen zusammen. Krieg verschlimmert den Klimawandel. Zivile Infrastruktur und Energieversorgung werden immer wieder Ziele. Kriege werden geführt, um Zugang zu Ressourcen zu kriegen, wie zum Beispiel der Krieg im Irak, wo die USA kurz überlegt hatten, die Operation Operation Iraqi Liberation zu nennen, bis sie gemerkt haben, dass die Abkürzung Oil heißen würde. Militärmissionen werden geführt für Transportsicherheit von der Energieversorgung. Schauen wir auf die EU-Mission Atalanta im Golf von Aden oder der neuen EU-Mission im Golf von Guinea, wo es darum geht, Öl und Gas sicher zu transportieren, geschützt vor sogenannten Piraten. Und dann sagen sie uns gleichzeitig, sie versuchen das Militär grüner zu machen, indem sie Solarpanels auf Bundeswehrkasernen anbringen. Aber wir lassen uns nicht verarschen. Das Militär kann nicht grün sein, weil das Militär zerstört und Zerstörung ist nie grün. Was sie uns auch sagen, Jens Stoltenberg von der NATO zum Beispiel, der sagt, wir brauchen mehr Militär. Wegen dem Klimawandel, weil der Klimawandel dafür sorgt, dass Regionen instabil werden, dass Menschen sich bewegen, dass sie migrieren. Aber Menschen, die migrieren, sind keine Gefahr, sondern die Gefahr ist der Klimawandel. Wir müssen auf die Ursachen gucken. Und das Militär ist verdammt nochmal Teil des Problems und kann nicht die Lösung sein. Lasst uns aufstehen gegen Krieg, Ausbeutung von Mensch und Natur, für das Wohl des Planeten, das ist nämlich unser Wohlstand. Der Planet, seine Menschen, sein Wasser, seine Luft und seine Lebewesen, von denen wir auch abhängig sind. Wir und zukünftige Generationen. Und fordern Pflege, Bildung, soziales Wohnen, Ernährungssicherheit für alle, denn das ist möglich. Danke.